Einen wundervollen guten Tag wünsche ich. Herzlich willkommen zurück bei GTA San Andreas für die PS2. Ich habe mir jetzt auf der Rückfahrt tatsächlich mal überlegt, ja komm, eigentlich macht es keinen Sinn, wenn wir jetzt nach Hause fahren, weil jetzt ist gerade die Zeit, wo es interessant wird mit dem, oh Gott, immer schön aus dem toten Winkel bleiben, wo es interessant wird mit dem Raubzug, weil um 22 Uhr geht es da ja los. Ich muss mal gucken, ob wir dann jetzt tatsächlich alle Zeit der Welt haben auch. Für das letzte bisschen, was uns da noch an Summe fehlt für unser Auto, für unser Sommerprojekt Auto. Ja, aber wir sind ja zumindest noch relativ in der Nähe. Also eine Stunde bis zum Tageslicht wird uns gleich wahrscheinlich fehlen. Jetzt muss ich noch mal kurz gucken, wo war der Wagen? Jetzt beim letzten, ne? Ja, beim letzten Panel hier. Dann nehmen wir uns jetzt nämlich einmal die Kiste und fahren hier einmal schon mal die Tour. Zwischendurch dann einfach nochmal markieren und dann dahin. Schön die Einbrechermission. Vielleicht ein letztes Mal. Danach können wir dann auch hoffentlich und endlich sprinten. Dafür machen wir es ja unter Umständen auch. Nicht nur für unsere Karre, die wir dann aufpimpen für das große Rennen von Caesar. So, wir gehen ja mal hier rein. In der Hoffnung, dass da jetzt nicht wieder 5000 Leute direkt auf uns warten. So, ja. Möglichst ohne Lärm. Da ist ein bisschen Bargeld tatsächlich. Achso, ja. Ich drücke immer. Oh Gott, nicht, noch nicht schnell. Gleich bei dem zweiten Gegenstand kann ich schnell machen, aber noch muss ich aufpassen. Ich habe immer momentan wieder dieses drin, dass ich nach rechts drücken will auf dem Steuerkreuz anstatt Dreieck. Was ja mittlerweile eigentlich der Move zum Bestätigen ist. Aber interagieren. Ein paar Sachen macht man ja trotzdem mit Dreieck oder Y. So, dann nimm dir noch die Konsole und raus hier. Nur möglichst nicht festbacken an irgendeinem Sessel oder so, das wäre nicht gut. So, zack. Die Konsole haben wir. Dann haben wir zumindest schon mal zwei Sachen. Ich glaube, so 10 circa wären vielleicht gar nicht mal schlecht. Und den Truck heile lassen wäre vielleicht auch nicht so verkehrt. So, dann einmal hier durch den Vorgarten rein in die gute Stube. Ich meine, ich könnte auch jedes Mal schleichen. Ich weiß nicht, ob das mit dem Schleichen. Oh. Ja gut, in dem. Oh Gott. Nee. Dann gehe ich lieber. Da bleibt es dann bei einem Gegenstand. So, das ist dann der dritte. Also natürlich auch, wir haben jetzt sowieso schon ein bisschen später angefangen, plus jetzt nochmal ein bisschen Verzögerung, aber noch bin ich guter Dinge, dass das hier trotzdem noch was wird. So, dann einmal schön in der eigenen Nachbarschaft so ein bisschen. Obwohl das hier ist ja eigentlich auch schon wieder außerhalb, ne? Also sind wir jetzt mal nicht ganz so heilig, wenn die hier in der Gegend wohnen, dann müssen die eigentlich schon fast damit rechnen. Dass man sich jetzt vielleicht nicht unbedingt eine PS5 ins Haus stellen sollte. Vor allem nicht in den 90ern. So, einmal den Fernseher möglichst nicht rennen, bitte. Außer da, wo nicht glatt ist. Und weil jetzt die Stereoanlage war Nummer 3, ne? Dann ist das jetzt Nummer 4. Hätte mir auch ruhig nochmal die Tabelle angucken können, ab welchem Zeitpunkt wir tatsächlich genug hätten. Aber wir nehmen jetzt einfach so viel es geht mit und dann. Hoffen wir einfach mal, dass der morgige Tag ganz im Zeichen des Aufpimpens unseres Gefährtes stehen wird. Ich mache keine Flammen dran. Definitiv nicht. Auch wenn erwiesenermaßen natürlich Autos durch aufgesprayte Flammen schneller werden. Rein optisch zumindest. Der bleibt schön in seinem Grün, so wie er jetzt gerade ist. Achso, da saß noch jemand. Naja, gut, da hätte ich mir dann auch das Schleichen sparen können. Jetzt habe ich auch aufgehört zu zählen, tatsächlich. Das müssten jetzt da drüben 5 gewesen sein. Dann ist das jetzt Nummer 6. Ich gehe jetzt übrigens nochmal rein. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt ihre Security da ist oder so. Nö, tatsächlich nicht. Aber gut, dann. Rein und direkt wieder raus. Wird ein bisschen raubüberfallmäßig dann jetzt, ob jetzt das in Ordnung.
So. Vor allem ist es im Moment wirklich eigentlich die einzige Art, um an Kohle zu kommen, um halt die Karre fit zu machen fürs Rennen. Weil alles andere bringt ja nur Respekt. So, am Anfang haben sie mir so ein bisschen Kohle für ein Bier gegeben, ja. Aber sagen wir mal so, außer ein Bier kann ich mir davon jetzt also auch nicht viel holen. Und ein bisschen was gegessen habe ich davon. Dann haben wir hier einmal eine Spielekonsole und einen Fernseher. Möglichst jetzt, nicht ausrasten. Beim zweiten Besuch kann ich ausrasten, das ist dann in Ordnung. So, und wenn ich mit dem Haus fertig bin, kann ich eigentlich auch schon wieder zu unserer heiß begehrten Straße. Die ist irgendwo woanders. Warte mal, da, beim Friseur und sowas hier ist der... Da in der Ecke ist die Garage, das heißt, ich kann da auf jeden Fall dann schon mal in die Richtung, dann kann ich da ein paar Häuser nochmal ausnehmen und dann ist erstmal Ruhe. Ich hoffe mal, es reicht dann. Und ich hoffe mal, ich kriege auch sowas wie eine Einblendung, die mir dann sagt, jo, du bist fertig und kannst jetzt unendlich sprinten. Plus du hast jetzt genug Kohle für dein anderes Ziel, was man sich ja irgendwie selbst gesetzt hat. So, dann einmal einsteigen und let's go. Ja gut, ich kann jetzt natürlich auch voll nach Garage fahren schon. Das stimmt schon, also muss ich mir gar nicht markieren. Gut zu wissen für die Versuche, die wir jetzt nie wieder machen werden. Ich glaube, soweit ich weiß, ich meine, ich habe es auch beim letzten Einbruch schon einmal gesagt, ich glaube, es ist nicht für die 100% von Relevanz, das zu machen. Das ist an sich halt einfach nur eine nette Geldquelle plus unendlich sprinten. Sollte man sich an sich nicht entgehen lassen, weil es manchmal doch recht praktisch. So, dann einmal hier hinstellen. Jetzt müssen wir so ein, zwei Sachen können wir noch mitnehmen. Weiß nämlich jetzt nicht, wie viel ich jetzt tatsächlich schon im Truck habe, aber so ein bisschen was geht ja immer noch mal mit rein. Okay, vielleicht auch nicht. Jetzt nur die Sache, passiert das jetzt immer wieder? Also bleiben die jetzt so da drin? Ich glaube ja, ne? Da ist nichts mit. Nee. Okay, gut, ich gehe. Alles klar. Ich hab's verstanden. Die Schrotflinte hat mich dann doch überzeugt. Ansonsten sind hier auch... Boah, scheiße. Okay, ich hoffe, dass ich halt trotzdem dann jetzt auf den Betrag komme. Ich glaube, es haben echt nur noch so ein bisschen ein Taui und ein bisschen gefehlt. Ich hoffe mal, dass ich jetzt ohne die Häuser tatsächlich dann trotzdem drauf komme. Ansonsten kann ich hier nochmal schnell ein, zwei Items rausholen. In der Hoffnung, dass das jetzt nicht wieder dasselbe Phänomen ist hier. Okay, das sieht besser aus. Oh, drei sogar, theoretisch. Aber ich glaube, das schaffe ich nicht alles. Weil wenn er da jetzt so leise hinkrebst. Naja. Hinein, hinaus. Gucken, ob jetzt noch immer da irgendwie Alarm angeht oder irgendwas, keine Ahnung. Ja, das sieht auch gut aus, komm. Dann noch die Spielekonsole einmal mit rausnehmen und dann war's das hier. Weil ich immer noch nicht genau weiß, tatsächlich, ich mach mir auch... all diese Folgen sind noch gar nicht erschienen zum Zeitpunkt der Aufnahme. Deswegen kann ich da jetzt leider auch nicht drauf eingehen, ob jetzt schon jemand geschrieben hat. Von wegen, ja okay, du kannst am Ende halt mit dem Truck auch einfach nochmal hinfahren, aber das Risiko ist mir sonst zu groß. Ich will euch ja jetzt nicht auch nur zum 20. Mal das Ding hier machen, aber das sieht ganz gut aus. Ich glaube 2000 waren es. Ja, nice. 11 Ladung. Das waren es jetzt aber auf jeden Fall. Das müsste auch auf jeden Fall jetzt abgeschlossen. 3000 nochmal extra. Und vielleicht eine Einblendung. Oh Gott, Sonne hell. Da burnt schon direkt das Fett weg, ey. Ich wollte noch mal ein bisschen Basketball spielen, das habe ich schon übersprüht. Es wurde mir jetzt nicht angezeigt, aber normalerweise... Ich renne jetzt einfach mal eine Weile. Jetzt ist Kondition aufbauen im Fitnessstudio natürlich auch obsolet, dann können wir jetzt einfach alles nur noch komplett auf Pumpen setzen. Ja, aber das sieht auch ganz gut aus. Ich glaube, sonst wäre ich mich jetzt mittlerweile schon längst ermüdet. Einfach um das so unter Beweis zu stellen, jogge ich jetzt erstmal nochmal eine ganze Weile hier lang. Ne, komm, ich nehme mir mal ein Taxi. Nehme ich mir nicht, weil das Taxi zu schnell ist.
wollte eigentlich meinen guten Vorsatz aus dem letzten Mal jetzt eigentlich mal umsetzen, dass ich mir, wenn ich mir was dann zocke hier, dass ich mir dann ein Taxi besorge. Und nicht einfach irgendein random Auto. Aber gut, hier ist noch der Klackenbell. Da wäre ein Taxi. Na komm, dann nehme ich das. Bevor ich jetzt hier ewig dann und 3 Tage, jetzt war es ein bisschen verwirrt alles. Ist auch schon direkt kaputt dann, sehr gut. Ja gut, das wäre auch eine Geldquelle gewesen, dass ich sage, ich fahre ein bisschen Taxi, aber... Ja, gut. Okay. Also auch keine ruhige Minute hier tatsächlich, ne? Macht er dann jetzt einen auf Kopf? So, dann frage ich mich jetzt nämlich gerade, wo ich eigentlich lang muss. Da hinten, ne? Ich hätte jetzt nach Norden gemusst, glaube ich. Ich glaube, nördlich von Clackenbell ist die Grove Street. Hätte ich dann eher nochmal dahin fahren müssen, aber ist ja jetzt auch erstmal wurscht. Ich würde dann jetzt nämlich einmal pennen. Dann nehmen wir uns unsere Karre und die 14K, die wir mittlerweile haben. Und pöbeln das Ding einmal komplett auf alles, was momentan so geht. Und dann schauen wir mal wegen dem Rennen. Dann fahren wir mal zu Caesar heute Abend. Jetzt ist die Frage, ich würde da dann natürlich darauf achten, dass wir auf jeden Fall abends da sind, weil ein Straßenrennen mitten am Tag macht für mich relativ wenig Sinn. Auch wenn ich jetzt nicht weiß, ob das da vielleicht sogar irgendwie dann zeitlich so getriggert, nur getriggert werden kann, wenn es dann am Nachmittag ist oder so, das weiß ich nicht genau. Aber das werden wir dann sehen. Jetzt ist erstmal Speichern angesagt. Speicherdaten, weiter mit OK, sehr schön. Einmal raus und dann seit langem mal wieder die Karre ausführen aus der Garage. Schönes Taxi vor der Tür. Das ist normal. Das wartet immer dann auf mich. Das ist gar kein Voodoo, es ist ein Savanna, aber der sieht dem Voodoo extrem ähnlich vom Heck. Also, ja, ein bisschen zumindest. So. Dann fahren wir mal zu der Tuning-Werkstatt in der Hoffnung, dass wir nicht auf dem Weg irgendwie erschossen werden. Soweit ich weiß, ist die nämlich auch hier einfach mit. Ich meine, alles andere außer die Grove Street ist basically Baller und... Ist dein Scheiß ernst? Steuert sich übrigens auch wie so ein Stück Schwamm. Möchte ich auch nochmal kurz darauf hinweisen. Also Hydraulik schön und gut. Lass mich verarschen, was ist denn jetzt diese Tuning-Werkstatt? Ach, da hinten, ja. Auch da hinten bei den ganzen Garagen und sowas. Ja, guck mal, ist ganz gut, dass wir den dann jetzt so nochmal dabei haben. Dann wird er wenigstens nochmal repariert. Muss auf jeden Fall aufpassen. Also zum einen habe ich keinen Bock, dass das Ding explodiert, deswegen werde ich jetzt auf der Hinfahrt schon 50.000 Mal speichern. Weil ich werde da ja jetzt ordentlich Kohle reinstecken und möchte das dann auch so ein bisschen als Signature-Karre behalten, deswegen werde ich damit auch nicht zu Missionen fahren, weil nach Missionen sind so Autos gerne mal weg. Vielleicht muss ich rückwärts reinfahren? Nee, okay. Ist kein Muss, macht er nur für den Fans tatsächlich dann in der Zwischensequenz. So, Lackierung 1. Ne, die Lackierung möchte ich gar nicht, ich möchte die Farbe. Weil sobald er dann einmal neu lackiert ist, ist er auch wieder repariert. So, das Dach, Softtop und Hardtop. Dann bleibe ich dann doch eher einfach bei Cabrio, Frontstoßstange. Der Chroma ist schon mal ganz geil, Slammen. Noch geiler. Nehmen wir. Das Geräusch ist auch super. Eckstoßstange slammen ist schon nett. Okay, in der Mitte oder außen? Oder nur eher außen? Komm, slammen. Da ist jetzt natürlich die Frage, welcher größer ist. Dann machen wir den. Seitenteile. Chromleisten können immer mal rein. 5 mal Nitro Boost für 500, 10 mal Nitro Boost für 1000. Das nehmen wir natürlich auch mit rein, damit wir für ein bisschen, einmal so ein bisschen die Leistung nochmal mit rein, ne? Räder. Classic ist schon ganz sick eigentlich. Dollar ist witzig, aber ja. Twist, oh. Twist hat was, Wires hat was, die haben alle was. Trans. Cutter, das ist eigentlich zu sportlich fast schon. Da sehe ich eher bei irgendwie was Japanischem. Genauso wie die.
Virtual, ja, Access. Glaube ich, geht tatsächlich mit Wires. Schon ganz nett. Und da haben wir unsere 10k nämlich schon. Radio, sagen wir mal so, die Autostereo und den Bassboost, den gebe ich mir mal. Einfach nur für den Funk. Die Hydraulik ist ja sowieso schon drin. Und damit haben wir es dann. Damit habe ich jetzt das, was ich eigentlich wahr machen wollte, wahrgemacht. Ich wollte gerade sagen, wir stehen immer noch rückwärts. Das sieht man nur immer so schlecht in der Garage. Drücke Kreis oder R1, um die Nitro-Einspritzung des Wagens zu aktivieren. Vielleicht dann doch eher während des Rennens. Ich speichere schon mal einmal. Nur zur Vorsicht. Und fahre dann einmal in Richtung Caesar, weil wir haben jetzt schon 18 Uhr. Es ist Abend. Das reicht mir an sich schon. Es muss jetzt nicht wirklich dunkel sein, weil das ist ja ein Lowrider-Race. Die brauchen auch so ein bisschen Sonne, habe ich so das Gefühl. Und fahren mal so langsam, aber sicher dann zumindest schon mal in die Richtung. Ich habe gut Bock, tatsächlich einfach den Nitro zu zünden, aber ich sehe mich damit dann schon in der nächsten Häuserecke. Deswegen lasse ich es jetzt erstmal noch für den Moment. Ich werde mir die Karre wahrscheinlich während des Rennens schon zu Genüge zerschießen. Also von da im Bass. Ja, das mussten die jetzt natürlich wieder für voll nehmen. Ich hätte übrigens mal hier über die Brücke fahren können. Lasst mich. Und bitte nicht die Reifen treffen, weil dann muss ich den umlackieren und das dauert wieder. Oder ich muss erst nach Hause fahren, den da einmal reparieren, ne? Man kennt die Chose. Einmal wieder alle Platz machen hier, dankeschön. Ich hätte echt eher nach Hause fahren können und von da aus dann irgendwie, dann hätte ich mir auch so ein bisschen Schießerei gespart, aber egal. Auch schon wieder die nächsten. Fängt es jetzt an zu regnen? Ist doch scheiße. Mit einem Cabrio. Was hätte ich mir doch mal ein Dach eingebaut nochmal für einen Taui oder so. Ja, vor allem verändert sich ja dann auch die Fahrweise, ne? Da würde ich jetzt vielleicht dann doch eher nochmal warten. Bis in die Nacht quasi. Noch nicht mal jetzt wirklich wegen dem, ne? Also ich mache hier auf jeden Fall nochmal das Graffiti weg, auch wenn das in der Gegend von Caesar ist und der vielleicht nicht ganz so cool damit ist, aber so kann ich mir zumindest die Zeit vertreiben. Und würde mich schlichtweg einmal kurz ein bisschen unterstellen, bis der Regen aufhört, damit wir nicht mitten im Sturm ein Rennen fahren, was echt ein bisschen bescheuert wäre. Also bis gleich. So, der Regen hat aufgehört. Es ist jetzt auch ein bisschen dunkler geworden, also von der Lichtstimmung her passt es jetzt noch mal ein bisschen mehr. Ich muss nur aufpassen, weil wir hier natürlich im Ganggebiet sind. Auch wenn wir so ein bisschen Welpenschutz haben von Caesar. Aber High Stakes, Low Rider. Hey, CJ, you made it. Mr. Bennis. Hey, Carl. Hey, baby. Nice ride, man. That's no carucha. You sure you want to risk that, baby? Yeah, I'm sure. How much they talking about? It's hard cash, your pink slip in the pot. Gonzafose. Then you pull up and race. The first past the post wins. Conchota sin chota. Okay, for sure. I'm down. Hey, watch out, CJ. These boys don't like to lose, eh? Yeah, well, me either. Follow me to the race, dude. Na dann, wir machen auf jeden Fall schon mal einen Speicherpunkt an der Stelle. Wie gesagt, die Karre wird leiden, aber solange sie nicht komplett kaputt geht, kann ich sie wieder in die Garage stellen und alles ist cool. So, wir folgen Caesar. Ich finde es immer ganz geil, dass sie dann immer reden, ja, es geht um hier Pink Slip, also Fahrzeugpapiere plus Geld. Dass man aber tatsächlich ein Fahrzeug mal von dem Gegner gewinnt, das passiert irgendwie sehr, sehr viel später erst. Storytechnisch, aber gut. Ich glaube, in dem Rennen sehe ich nie irgendwelche Papiere. Sagen wir mal so, die Karre, wenn man sie einmal irgendwo falsch stehen lässt, verliert man sie eh. Also von daher ist das jetzt nicht so der krasse Einsatz. Aber gut, Startposition. Ich hoffe mal, sie wird jetzt eingenommen, jawohl. Und los geht's. Sechs, oh Gott. Kontrahenten. Meine Fresse. Ja, wie gesagt, die Karre wird auf jeden Fall leiden. Ich möchte sie halt nur nicht kaputt machen. Und dann dübeln wir mal los. Ich liebe auch diesen Unschärfefilter tatsächlich beim Nitro, ne?
weiß tatsächlich gar nicht bei San Andreas, wie es da mit Rubberbanding aussieht. Übrigens meine schöne, teure Stoßstange jetzt schon wieder verloren. Also ich nehme jetzt einfach mal... Oh Gott. Ich nehme einfach mal an, sie wird wieder da sein, wenn ich die Karre repariere und nicht einfach irgendeine Random. Ich glaube nicht, dass das Spiel dann darauf ausgelegt ist, aber... Kriegen das schon irgendwie geregelt, glaube ich. Ich werde auf jeden Fall gleich einmal nochmal nach Hause fahren dann. Aber jetzt holen wir das Ding hier erstmal nach Hause. Schön auf dem Pier. Guck mal, da waren wir jetzt bisher auch noch nicht. Das ist dann jetzt auch erstmal eine Premiere. Guck mal, da haben wir dann 1000 nochmal bekommen. Können hier nochmal einen auf ein bisschen Show machen. So, wie sich das gehört. Ich glaube, jetzt kommen gleich auch noch, ich meine zumindest, sie kommen hier auch noch an irgendwann. Jetzt natürlich auch noch erstmal warten. Aber wenn die gleich wirklich nochmal irgendwie nochmal ankommen, dann weiß ich auf jeden Fall, dass Rubberbanding in dem Teil hier nicht so real ist. Aber ich glaube, ich komme denen ja auch sonst entgegen. Aber mal so langsam, aber sicher zumindest den Pier wieder entlang. Vielleicht schießt mir einer auch gleich direkt ins Gesicht. Ich bin übrigens mal hier diese... Markierung mal entfernen, habe ich jetzt gemacht, sehr gut. Einfach mal Richtung Osten fahren. Jetzt müsste ich natürlich erstmal auf gut Glück irgendwie versuchen zur Grove zu kommen. Ich könnte sie mir markieren. Aber ich glaube, das bringt es ja dann auch nicht. Ich glaube, es ist ewig weit weg. Aber wir haben das Rennen gewonnen. Ja, wie gesagt, die Karre werde ich jetzt erstmal in die Garage modden. Unter Umständen für andere Rennen oder einfach nur um so ein bisschen zu cruisen. Weil ich habe so ein bisschen, also ich, zumindest war das früher immer so, man hat immer unendlich viel Geld in die Karre reingesteckt und dann im Endeffekt nichts davon gehabt, weil sobald man die Karre mal für eine Mission genutzt hat, war sie eigentlich so gut wie weg danach, weil sobald man dann ein anderes Fahrzeug genommen hat und dann wieder zu dem Punkt, wo man es stehen gelassen hat, wieder hingefahren ist, war es quasi despawned. Fand ich immer ein bisschen schade, deswegen fand ich das so geil, als dann bei GTA 5 die persönlichen Fahrzeuge dann eingeführt wurden für die Charaktere. Weil da hatte man dann wirklich so das Gefühl, ja okay, das ist jetzt meins, da lohnt sich das auch mit dem Geld reinstecken. So, weil das spawnt auf jeden Fall dann in dem Zustand wieder, so dann, ne, verballerst du die Kohle jetzt nicht für ungefähr. Ja, je nachdem, vielleicht komme ich auch einfach nicht mehr an. So, Motorhaube habe ich ja, die war eh nicht teuer. Das ist mit einer Nacht, wir kommen jetzt aber auch so langsam, aber sicher wieder zurück ins Home-Turf hier. Mal sagen, hier ist der Binko, dann sind wir jetzt auch gleich schon wieder am Start. Dann kann ich jetzt gleich nochmal nachprüfen, wie es mit der Motor, also mit der Stoßstange aussieht. Und so wie es mit der Map aussieht, werden wir wahrscheinlich dann OG Low beim nächsten Mal haben. Als Auftraggeber. Und ihn mal besuchen, was er da in seiner Schicht so treibt. Aber dann haben wir den Abschnitt jetzt auf jeden Fall schon mal fertig. Wir haben genug Kohle gesammelt, wir sind unendlich jetzt mit dem Sprint zugange. Haben damit die Einbrüche dann auch fertig und haben jetzt einen wunderschönen Lowrider in der Garage stehen, wie sich das gehört. Und haben immer noch ein bisschen Kohle jetzt rausbekommen aus der ganzen Chose, also von daher sehr, sehr schön gelaufen alles. So, was auch gelaufen ist, ist diese Folge. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne das übliche Zeug da lassen. Wir sehen uns morgen wieder bei GTA oder einem anderen Projekt. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag. Haut da rein, bis zum nächsten Mal und tschüssi.